Hallöchen, ihr Lieben, zu einem kleinen, ich sage mal, Info-Testvideo. Ich wollte euch hauptsächlich mal zeigen, dass endlich die PS Vita mit Aufnahmefunktion angekommen ist. Und wie ihr seht, klappt das wirklich sehr, sehr gut, wie ich finde. Ich kann mich nicht beschweren. Ich lasse euch mal für diejenigen, die Interesse haben, selber sich eine PS Vita zu bestellen mit Aufnahmefunktion, den Link unten in der Beschreibung. Ich kann echt nur sagen, dass auch die Kontaktperson, also der Shop-Inhaber, total nett ist. Ich habe den voll mit Fragen gelöchert, bevor ich die PS Vita dann endlich bestellt habe, und er hat immer sofort, also so schnell wie es ihm, glaube ich, möglich war, geantwortet. Also alles ganz super, und es ging echt dann letztlich, als ich mich dann dazu durchgerungen hatte, die doch ziemlich teure Vita zu kaufen, relativ schnell. Also ich muss schon sagen, dafür, dass es aus Japan kam, ich glaube, es hat jetzt 3 Wochen gedauert. Also supi toll, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, der Unterschied zu einer normalen Vita ist halt, dass hier unten jetzt noch so ein weiterer Steckplatz ist, der von dem Shop da eingebaut wurde. Und durch den und eine Software, die ich mir dann noch runterladen konnte, ist es mir jetzt möglich, die PS Vita abzufilmen auf meinem PC-Bildschirm. Ja, genau. Und ich dachte, wir gucken uns das hier einfach einmal an. Hier seht ihr nämlich, was ich schon für Spiele habe. Ich hatte ja die Vita schon, aber eine ohne Aufnahmefunktion. Deswegen konnte ich schon durch PSN Plus oder PS Plus oder wie auch immer es heißt, einige Spiele ansammeln, die es dann zwischendurch immer umsonst gab. Gekauft habe ich aber Danganronpa natürlich. Da bin ich aber noch nicht so weit, wie wir bisher gekommen waren. Da müsst ihr mir jetzt noch 1-2 Wochen Zeit geben, bis ich da durch bin. Dann... Was haben wir noch? Gekauft habe ich auch dieses hier. Das habe ich aber schon durchgespielt. Sorry, ich habe so durchgesuchtet. Ich konnte nicht anders. Das ist ein echt geniales Spiel. Wieso taucht eigentlich immer dieses Symbol da unten auf? Ich weiß es nicht. So, und gekauft habe ich auch Persona 4, The Golden. Genau, oh mein Gott. Ich liebe Persona 4. Eines meiner allerliebsten Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich habe mich so darauf gefreut. Und jetzt kann ich es endlich spielen, und wenn ihr Bock hättet, würde ich sogar ein LP draus machen, wobei es ein echt langes werden würde. Habe ich schon überlegt, wie ich das dann wohl machen würde, aber würde ich schon hinbekommen, denke ich. Ja, und wie ihr seht, die anderen Spiele, die gab es alle durch PS Plus oder PSN Plus, total cool. Die konnte ich mir alle so runterladen, auch Lone Survivor habe ich übrigens nochmal versucht jetzt zu spielen, aber irgendwie... Ich und Lone Survivor, wir kommen einfach nicht auf einen grünen Zweig. Wir wollen einfach nicht so miteinander. Wir können ja gleich nochmal ein Spiel reinschauen. Vielleicht eins in 3D, um mal zu schauen, wie sich das so macht. Gucken wir doch mal hier in Gravity Rush. Da habe ich auch schon ein bisschen was geschafft in Gravity Rush, aber auch nicht so viel, weil ich fand, dass es nach einer Weile ein bisschen sich wiederholt hatte. Gucken wir doch mal, ob das Bild gut ist. Ich bin ganz gespannt, ich bin so aufgeregt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe die eigentlich auch schon einen Tag, aber ich war so aufgeregt, dass ich mich nicht getraut habe aufzunehmen. Könnt ihr es glauben? Deswegen habe ich erstmal hier mit den Kabeln rumprobiert und habe, ja, 1000 Jahre hier an den Einstellungen in diesem Viewer rumgespielt, damit die Qualität möglichst gut ist. Da kann man tatsächlich scheinbar noch eine ganze Menge durch die Einstellungen rausholen. So, ich überspringe das mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus, ne? Ach stimmt, wir hatten ja eine Katzenfreundin. Ja, hier muss ich zum Beispiel jetzt, um das auszuwählen, den Speicherplatz, muss ich tatsächlich hier den Finger auf dem Touchscreen benutzen. Das ist bei den Spielen ganz komisch. Ich meine, es wäre jetzt nicht so schwer gewesen, also allgemein bei der PS Vita wäre jetzt nicht so schwer gewesen, dass ich auch die Speicherstände dann mit dem Steuerkreuz auswählen kann. Aber irgendwie finden die das scheinbar unheimlich wichtig, dass man dann mit dem Finger auf dem Bildschirm rumtippert, wenn man lädt. Gut, wenn sie das so wollen, dann mache ich das halt so. Ich lasse mich breitschlagen. Ich akzeptiere das. Mensch, das lädt lange, ne? Aber Gravity Rush ist ein richtig schönes Spiel und ich finde auch das Gameplay an sich echt cool. Nur die Kämpfe wurden so ein bisschen, ja, ein bisschen wiederholen sich, ja, doch. Und ich bin ja nicht so die gute Kämpferin, muss ich sagen. Ja, cool. Ja, sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall aus wie auf meinem Bildschirm, würde ich sagen. Außer halt ein bisschen größer. Ein bisschen größer ist es schon. Aber es scheint nichts zu flackern. Also, klar, im Hintergrund da hinten, aber das passiert auch auf meinem Bildschirm, wie gesagt. Das liegt jetzt nicht an der Übertragung, sondern... Ja, das ist unsere Katze. Cool, oder? Das ist eigentlich ein echt schönes Spiel und ich finde, sie sieht auch so cool aus. Und wie war denn das? Ach ja, genau, so... deswegen heißt es Gravity Rush, weil wir dann außer Kraft setzen die Schwerkraft und dann können wir uns nämlich an Wände teleportieren, sozusagen. Also, es ist total cool gemacht, das Spiel, muss ich schon sagen. Und jetzt können wir immer von einer Wand zur nächsten, wenn wir wollen. Oder halt wieder normal. Uah!
So, genau. Cool, oder? Das Spiel finde ich supi. Kann ja gleich in noch ein Spiel reinschauen. Einfach so, weil wir können. Ja. Und hier, ja, genau, die Story ist ganz okay. Wobei, ja, okay, ich habe es jetzt seit 2 Monaten, glaube ich, nicht mehr gespielt und bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was jetzt als nächstes dran gewesen wäre. Anscheinend hätten wir, nee, das hier ist eine Nebenaufgabe, genau. Die hat damit zu tun, dass wir diese Pumpen hier wieder aktivieren. Mit diesem lila Zeug, was wir auf den Dächern bekommen können. Genau, ja. Dann schauen wir doch einfach noch in ein anderes Spiel. Das geht hier ja alles super schnell auf der PS Vita. Das ist wirklich das Tolle daran. Na, blub. Zum Beispiel könnten wir... Ich kann euch ja kurz zeigen, wo ich bei Danganronpa bin. So, genau. Was ist eigentlich der Unterschied zu dem PSP Danganronpa? Naja, es ist jetzt die offizielle Übersetzung. Dadurch sind ein paar Kleinigkeiten anders. Die Personen werden manchmal anders benannt. Zum Beispiel hat... Oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Naja, der eine wird nicht nach seinem Namen genannt, sondern nach so einer Kurzform seines Namens. Der wird immer Taka genannt. Sowas, solche Kleinigkeiten. Ansonsten ist eigentlich alles so ziemlich gleich geblieben. Die Grafik ist ein bisschen besser vielleicht, aber jetzt auch nicht so dolle. Nur ein bisschen. Genau. Ja, wie ihr seht, hier bin ich gerade und versuche mich hier durch, was wir schon gemacht haben, nochmal durchzuarbeiten. Ich glaube, ich musste jetzt in den Müllraum, um da nochmal ein paar Hinweise zu finden. Und dann wird der Trial nämlich beginnen. Ja, genau, da bin ich hier so. Ich sag ja, das ist ein ziemlich sinnloses Video, aber ich wollte es unbedingt machen, einfach weil ich dann auch den Test habe, wie es aussieht und wie es auf YouTube ankommt und sowas. Also die Qualität, ne, ob die gut umgesetzt wird. Hier, mein lovely game. Da können wir auch noch mal kurz rein. Ach, verflixt, stimmt ja. Das ist ja auf Karte. Ja, diese PSN-Spiele sind ja ohne Karte. Danganronpa habe ich eingelegt, was ihr oben rechts an diesem Mini-Mini-Symbol neben der Uhr sehen könnt. Und genau, deswegen, Persona 4 läuft jetzt so nicht. Da müsste ich jetzt schon die Karte auswechseln. Wir könnten noch kurz in den PS Store gucken, weil ich da noch ein Spiel gesehen hatte, was ich fand, was ziemlich cool aussah für die Vita. Gucken wir doch einmal kurz, was ihr dazu sagt, ob ihr das auch ganz interessant findet. Ich muss mir aber noch ein paar Tests dazu durchlesen, falls ich mich entscheiden sollte, das zu holen. Aber eigentlich darf ich ja noch nicht, ne? Ich habe ja jetzt schon das hier geholt. Das ist ein bisschen heftig. Gucken wir doch mal bei PS Vita Spiele, was wir da so im Angebot haben. Gab es denn nicht neue Spiele? Extras? Demos? Demos kann ich auch noch mal gucken. Okay, es dauert ein bisschen zu laden. Meine Internetverbindung ist nicht die schnellste, aber da haben wir es. Wo war denn das? Na super, ich habe keinen Plan mehr. Ich glaube, es war was mit Zero. Ja, aber wie ihr seht, gibt es einiges an Spielen. Vieles sind aber auch so Minispiele, muss ich sagen. Also so kleinere, ja, naja, ich habe ja, also Indie-Games mag ich ja, aber es sind halt teilweise wirklich winzigste Spiele. Flower ist ein total schönes Spiel, aber das habe ich für die PlayStation 3 schon. Hatsune Miku Project Diva F müssen wir auch mal spielen. Also Mensch, jetzt weiß ich nicht genau. Ich hab's gleich. Wahrscheinlich war es wirklich mit Zero. Ich gucke einfach mal ganz hinten. Oh je, das kann ja dauern. Ah, nein. Och Mann, wie hieß denn das Spiel? Ah, hier ist Virtue's Last Reward. Das hatte ich aber im Sale geholt. Das hat nicht 30 Euro gekostet. Ich glaube, das hatte so 10 gekostet. Und hier zum Beispiel Uncharted Golden Abyss kostet normalerweise 25 Euro. Gab es aber halt im PSN Plus Dingens. Also das muss ich schon sagen, ist schon sehr, sehr praktisch, ne? Also ich glaube, wenn man eine PS Vita hat, ist das fast, also ein Muss, dass man das mitbucht sozusagen. Genau, und Lone Survivor, da gab es diesen Monat. Sly Cooper gab es aber auch schon letzten. Und Dragon's Crown habe ich jetzt noch nicht runtergeladen, weil ich nicht weiß, ob mich das so doll interessiert. Da müsste ich nochmal gucken. Und verdammt nochmal, wie hieß jetzt dieses Spiel? Das gibt's noch nicht. Ich wollte euch das unbedingt noch zeigen, weil das so cool aussah. Wir können mal bei den Demos gucken. Vielleicht gibt es ja eine, auf die ihr Bock hätte. Dann könnt ihr das ja mal sagen. Ich lasse einfach mal langsam durchlaufen. Ob ihr was seht, wo ihr sagt, hey, spielt da doch mal die Demo von. Oh, Rayman Origins oder Silent Hill Book of Memories. Oh, das ist exklusiv gratis für mich als Plus-Mitglied. Ist das nicht schön? Oh, naja, so tolle Sachen sind nicht, aber vielleicht hättet ihr Lust auf Silent Hill Book of Memories. Das könnten wir uns mal anschauen. Oder Rayman Origins. Ich gebe nicht auf, bis ich das Spiel gefunden habe. Und wenn ich dafür ein Stück Cutte aus dem Video, aber ich finde dieses Spiel noch.
kann denn das sein? Top Downloads? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Letztes Mal war es auch hier so in dieser Reihe oben. Deswegen habe ich so gut gefunden. Superschnäppchen. Nein, ich will kein Superschnäppchen. Läuft Borderlands 2 auf der PS Vita? Ernsthaft jetzt? Echt jetzt? Das ist ja krass. Das wusste ich gar nicht. Tatsächlich. Hey, das ist ja mal cool. Da ist Persona 4 Golden, Tearaway. Tearaway hole ich mir vielleicht auch noch, denke ich mal. Final Fantasy HD Remaster ist natürlich auch genial, ne? Da ist es! Oh Mann, es hieß Mind Zero. Das meine ich. Das sieht irgendwie cool aus. Ich mache mal die Bilder rein. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Aber ich werde mich da vielleicht noch mal ein bisschen informieren, worum es da genauer geht. Scheint ja ein RPG zu sein, aber anscheinend auch mit gut Story. Also würde ich jetzt einfach mal so deuten aus den Bildern. Ich werde mich da mal näher informieren. Halt, was wurde da rechts eben noch angezeigt? Vielleicht gefällt dir das. Ja, ihr durchschaut mich, ne? Gleich ein paar Persona-Spiele. Ah, Sweet Fuse habe ich auch mal ausprobiert. Aber das ist schon ein bisschen sehr, sehr stark Visual Novel. Also da ist überhaupt gar nichts gewesen zum Entscheiden. Zumindest die ersten 2 Stunden, die ich gespielt habe. Das hatte mir dann doch ein bisschen, das war mir doch ein bisschen zu viel Text. Genau. Das wäre das. Ja. Viel mehr kann ich euch gar nicht zeigen. Ihr könnt gerne in den Kommentaren noch Fragen stellen, falls ihr zu diesem Vita mit Aufnahmefunktionsdingens und die ganze Bestellung und sowas, falls ihr da Fragen haben solltet. Das lief übrigens auch alles super schnell. Vor allem der Versand war mit Tracking-ID und sowas. Ich konnte das verfolgen und das war nach 3 Tagen oder sogar 2 nur aus Tokio hier in Deutschland angekommen. Also echt super gut. Ich bin absolut zufrieden. Und genau, wenn es Probleme gibt, dann, also hier mit der PS Vita wird auch garantiert, dass man das einschicken kann und es repariert wird und sowas. Also, ich bin glücklich. Ja, merkt man, ne, dass ich glücklich bin? Auf jeden Fall. Das hier alles benutze ich nie, übrigens. Ich glaube, ich habe da überhaupt noch nie reingeguckt. Außer in Einstellungen habe ich schon mal, ja, da muss man ja ab und zu Trophäen und das Begrüßungscenter habe ich mir mal angeguckt, weil da lernt man so ein bisschen die, ja, was die PS Vita so alles kann, genau. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit unserem Test-Einstiegsvideo von der PS Vita. Ich denke mal, so in 2 Wochen oder einer Woche oder 2 Wochen machen wir mit Danganronpa dann weiter mit der offiziellen Version, die wir jetzt endlich haben. Da ist das dann endlich kein Problem mehr. Und ich freue mich schon drauf und es gibt auf jeden Fall noch viele andere Spiele und natürlich vor allem freue ich mich auf Corpse Party Blood Drive, wenn das für die PS Vita rauskommt. Ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, ihr freut euch auch drauf, oder? Das wird ja auch wieder mit Gameplay. Also es ist nicht wie Book of Shadows, eine Visual Novel, sondern wir laufen da wirklich rum. Also, ja. Okay, na gut. Also, dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.